Salvete discipuli. Hier ist Juno und ich möchte euch heute den Konjunktiv, genauer gesagt den Konjunktiv plusquamperfekt passiv, genauer vorstellen. Als Vorwissen solltet ihr bereits die Konjugation der Verben im Indikativ kennen. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Konjugationen, also die A-Konjugation wie laudare, die E-Konjugation mit monere, die I-Konjugation wie audire, die konsonantische wie bei mittere und zuletzt die Kurz-I wie bei kappere zu kennen. Außerdem solltet ihr alle drei Stammformen, die ein Verbum haben kann, kennen. Also zum Beispiel von laudare, die erste Person Präsens laudo, die erste Person Perfekt laudavi und das PPP laudatus aum. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich die Frage klären, wie wird der Konjunktiv plusquamperfekt passiv in den verschiedenen Konjugationen gebildet? In Punkt 2 folgt dann die Übersetzung des Konjunktiv plusquamperfekt passiv. Dann stelle ich einige Beispiele vor. In Punkt 4 werden wir einige Formen in den Konjunktiv plusquamperfekt passiv umformen. Zuletzt steht dann eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also mit der Frage, wie wird der Konjunktiv plusquamperfekt passiv gebildet? Der Konjunktiv. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com